Ich bin geborgen aus Admiral. Gut gemacht. Hätten Sie nicht helfen können, statt nur zuzusehen? Wozu denn? Sie hatten doch alles unter Kontrolle. Hier, haben ein paar Souvenirs mitgebracht. Wow. Auwe. Interessant. Wo kommen die denn her? Da, wo sie den Sora abgelenkt haben? Nun, weiter im Inneren. Da gibt jetzt es kommt eine das Stelle, wo man die Dinger massenweise findet. Ja, das ist unglaublich. Als ob da eine Energie in ihn pulsiert. Das dachte ich auch. Ja, mit der Energie pulsiert. Die haben irgendwie mit unserem Forschungsprojekt zu tun. Nun, ich werde es herausfinden. Hände oder Pfoten hoch, wer dabei ist. Einer von euch Jaggi-Hirnen bereit für eine Herausforderung? Jaggi-Hirnen. Diese beiden. Warte, was? Also gut, ihr zwei. Wir sehen uns vor Ort. Ich werde am Tunnel sein. Lasst mich nicht warten. Ich hasse es zu warten. Nur die Harten gehen in den Garten warten. Viel Spaß. Naja. Sterbt da draußen nicht. Tja. Lass uns eine Expedition zum ewigen Strom unternehmen. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Thomas. Ja. Das ist schön. Können wir Expedition machen, ne? Ausrüstung verbessern, was? Und Schwarz. Ich bin schon wieder Schmied. Danke sehr. Ja, ich gucke. Moment, denn. Hartknochen so. Ah, da hat der Quests da, ne? Ja. Oh, ganz genau. Mhm. Komm schnell zurück. Da können wir die Ernte vergrößern. Sehr gut. Der Schmelzfuzzi hat da was für mich. Und was hat meine im Moment? Was denn? Da muss ich so schauen. Wechseln. 28 Explosion, halt 300. Das ist halt. Geil, ne? Ja. Soundradschlag, ich weiß nicht. Das neue Ware ist nicht unbedingt weg tun. Kälte-Ding brauchst. Kältegetränk, die einkaufen. Warum? Ja, das wirst du noch sehen. Brauchst du noch. Also müssen wir gegen einen Legianer kämpfen, oder was? Nein. Gegen einen Fisch, der aus halt Lava schwimmt. Aber ist ja wurscht. Aha. Warte, gehen wir das. Das ist 6000. Es ist halt schwer zu sagen, was ich jetzt machen soll. Mit den Waffen wechseln soll. Na. Hoppala. Da hat die nochmal jetzt dazu gekriegt, ne? Da steigt mein Angriff auf 5 an und auf. Ich kann mir gar nichts leisten. Hab ich dann das? Das Bombardieren ist dann halt weg. Explosionsangriff. Ah, ich los es da, weil es hilft ja nichts. Ne. Japan-Tech, du meinst irgendeine Kältegetränke zu einkaufen, die kriege ich unten beim Händler los. Ja. Ich würde sagen, ich hätte neue Sachen für dich, ne? Achso, das habe ich noch gar nicht gemacht, ja. Ich musste erst downreden, alle. Da habe ich noch gewartet. Ja. So, was hat denn er da für mich? Entspannte Portal. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Schon wieder? Ich glaube, ich weiß, wie die Erntetruhe vergrößert werden kann. Es sollte nicht schwierig sein, aber ich brauche deine Hilfe.
Ich habe den drei Vorsitzenden gesagt, welche Materialien ich brauche. Hilf, wenn du kannst, dann werden wir bald mehr ernten. Das habe ich sogar schon, Sturzflugbeutel. Das heißt, das kann ich fertig machen. Ich packe eine Fallen ein. Ich weiß nicht, wo ich ihn her habe, aber ich habe ihn. Kältegetränk. Was ist das? Sie hat auch schon wieder was. Oh, hallo lieber Jäger, hast du kurz Zeit? Neulich nach einer anstrengenden Phase intensiver Forschung habe ich herausgefunden, wie man neue Dekorationen einschmelzen kann. Sag einfach Bescheid, dann zeige ich dir, was ich gelernt habe. Hast du das jetzt schon mal gesagt? Also ja. Was kann ich für dich schmelzen? Kulinarisch. Ich weiß ja gar nicht, was ich einschmelzen soll. Einschmelzen. Was ist das? Das? No. Bekanntig. Was? Und er da? Hey Kumpel, die Aufgaben werden langsam schwerer. Hm? Wir haben ein Wanderfleisch besorgt, dir alles, was du brauchst. Was brauchst du? In dem Beutel. Kaltgetränk. Jo. Schützt dich vor übrigens vor extremer Hitze. Kann das nicht selber herstellen? Nee, was nicht. Kannst du schon herstellen? Ich hab nicht geschaut, wie ich es gekauft habe. Ah, ja. Herstellungsliste. Ja, das ist doch mal ein Ding. Kaltgetränk. Frostpilz und Kaltgetränk. Also Frostpilz brauche ich dafür, dann kann ich den herstellen. Ich hab keinen Frostpilz. Ein Pilz. Die Liste Pilz. Ausrüstung, Rüstungsfarben ändern. Also Expedition muss ich starten, ne? Das ist wahrscheinlich eher wieder so ein Solo-Ritt, ne? Wahnsinn. Dann lassen wir das einmal. So, ja. Mal Expedition, ne? Hör auf, das halt. Ich kauf das halt einmal vorsichtshalber. Da oben rechts ist das schon okay. Ewiger Strom. 5 Stück kann ich nur mit. So, bitte. Expedition, begib dich zum ewigen Strom. Bitte, dann gehen wir. Na, das ist jetzt aufbrechen. Da ganz oben. Erbrechen. Großglocken. Ha, ihr habt es geschafft. Und auch noch pünktlich. Schauen wir mal, was da passiert. Das gefällt mir. Hey, ist das nicht? Dort haben wir den Sora Magdaros aufs Meer hinausgeleitet. Genau. Los, folgt mir. Ah, da gibt es ja Angelplatz, ne? Da kann man fischen. Moment. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin der Admiral. Ich habe bei der Kommission das Sagen. Ja, die alltäglichen Dinge überlasse ich natürlich dem Kommandanten. Ich bin nämlich gerne flexibel. Jedenfalls habe ich dieses Monster gejagt, als ich auf diesen Ort gestoßen bin, den ich euch zeigen werde. Welches Monster? Das Monster. Der ist wieder zeigen. Ah, er ist der Admiral. Ja, er hat das übernommen. Als Magdaros ins Meer verschwand, war auch der Gigante nicht mehr zu sehen. Also entschloss ich mich, ihn zu finden. Und das führte mich hierher. In eine Öffnung in der Erde, die wahrscheinlich der Sora verursacht hat. Und der Nergigante? Der kennt zu schnell. Der kann nicht weit sein. Davon bin ich überzeugt. Yeah! Jetzt darf ich laufen. Oder muss jetzt den Gigante umhauen oder was? Wahrscheinlich. Wow! Was für ein fantastischer Ort! Was das für lustige Viecher da? Das ist eine Eidechse. Und ich kann es nicht fangen, weil ich das Netz nicht auswählen. Ah ja, stimmt. Ja. Aber wo sind denn die schon, oder? Ich sehe ich nicht einmal los. Die redet schon. Wow! Ich sehe nichts. Hm? Ist da viel Man spürt das in den Knochen, was nicht wahr? Jetzt kriege ich da Einladung. Ja. Das liegt daran, dass im ewigen Strom unglaubliche Mengen an Energie pulsieren. All diese wahnsinnig zähen Monster, mit denen ihr gekämpft habt, die müssen aus dem Inneren gekommen sein.
Warum? Was ist da? Hallo. Ihr werdet sehen. Der Sora hat etwas bei seinem Besuch der neuen Welt verärgert. Etwas tief im Inneren. Es hat uns zur neuen Welt gebracht. Und den Nagigante auch. Nekromantiker. Jetzt finden wir heraus, womit wir es zu tun haben. Haltet euch bereit. Gleich geht es ganz schnell. Jawohl, Sir. Ei, ei. Fledermäuse. Schön. Haben wir da? Käfer, Köder. Ah, da kann man fischen. Nur jetzt darf ich nicht fischen. Haltet wir sind fast da. Ich will gar nicht wissen. Hallo. Na los. Der Käfer. Ja, darf ich meinen Käfer sammeln da lassen? Immer sehr aggressiv, die Orte. Jetzt kann ich nicht laufen, weil ich in der Nähe bin von denen. Was spielen denn jetzt gerade mir? Ah, so hinten, grau. Da muss ich vorwärts gehen. Ah, da ist ja was Viecher. Die gehen. Und denn das? Und das? Das ist eigentlich. Hallo, ja, sehr. Ich muss wieder vorausgehen, ja. Alter. Ja. Das hat sich wie Höllen. Oh, ich bin der Admiral. Der Bergadmiral. Ja. Kennst du Meister Proper? Unglaublich, oder? Ja. Ich geh mal vier mit deiner Codes. Dann haust dir. Ich bin nur Tourist. Heimat der Ältesten. Schön schaut das aus. Hier gibt's so viele von diesen Kristallen, dass man geradezu über sie stolpert. Einige von denen sind riesig. Wie entstehen sie? Absolut keine Ahnung. Ja, aber ich sag dir was. Dieser Ort knistert vor Bioenergie. Und das bedeutet, dass die Monster hier alle härter als Nova-Kristalle sind. Schnappt's. Ja. Admiral. Eine das ist lustig, ist mir Spül ist abkackt und die hernehmen die Stimmen. Und zwar? Warum? Das war zu viel, das ist gut. Da. Atmen noch einmal. Ja, na sicher, ist ja gar kein Problem. Ein Monster noch an, dann ich hau alle weg. Bist du gleich alle? Gleich alle jetzt gleich? Pass gut auf, wir machen folgendes. Hätte ist total nie gedacht, dass wir sie im Koralhochland finden. Zuerst machen wir einen kleinen Spaziergang durch die Heimat der Eltern. Zum Vorschein kommt. Das dann studieren wir die Monster, die dort leben. Und wie auch immer, sie ist in guter Verfassung. Einfach, oder? Spazieren, studieren, suchen. Einverstanden? Natürlich bist du einverstanden. Auf geht's. Ich kann ja nichts so. Stammt wohl aus einem nährstoffreichen Gebiet. Hm. Ich hab ne Ahnung, wo das war. Und die hängen jetzt in Ortiz-Sequenz fest. Admiral! Und da ist er wieder. Es war eine Freude, ihre Taten mit anzusehen. Gute Arbeit, muss ich sagen. Gut gemacht. Hätten sie nicht helfen können, statt nur zuzusehen?
Wozu denn? Sie haben doch alles unter Kontrolle. Hier, haben ein paar Souvenirs mitgebracht. Das kann man jetzt noch schon. Ich möchte jetzt skippen. Ja, ich hoffe schon, aber ich bin da in der alten Sequenz jetzt. Wo er gerade seine Sterne auspackt. Wo kommen die denn her? Da, wo sie den Sora abgelenkt haben? Nun, weiter im Inneren. Da gibt es eine Stelle, wo man die Dinger massenweise findet. Die sind unglaublich. Als ob da eine Energie in ihnen pulsiert. Das dachte ich auch. Ich wette, die haben irgendwie mit unserem Forschungsprojekt zu tun. Nun, ich werde es herausfinden. Hände oder Pfoten hoch, wer dabei ist. Also Charles ist ja schon Stufe 49 bis kurz für eine Herausforderung. Diese beiden. Warte, was? Der ist ja nicht normal. 30 Megafassbomben. Also gut, ihr zwei. Wir sehen uns vor Ort. Ich werde am Tunnel sein. Lasst mich nicht warten. Ich hasse es zu warten. Wirklich. Viel Spaß. Sterbt da draußen nicht. Mega Nährstoffe. Hey, weiter. Sprintextrakt. Und Aussie. Lass uns eine Expedition zum ewigen Strom unternehmen. Wir dürfen nicht zu spät kommen. Das erste. Das passt am Morgen. Ha, ihr habt es geschafft. Und jo, auch noch pünktlich. Das gefällt mir. Was, so geht's hey, bei dir? Nein, ich bin gerade in der Höhle angekommen. Wir müssen die Orte Sequenz vorher anschauen. Okay. Genau. Los, ganz folgt toll. Mir. Jo, ja, dann mache ich kurz da mal ein bisschen Pause. Ja. Hol mir was und du machst das. Moment. Ja. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt, oder? Ich bin der Admiral. Ich habe bei der Kommission das Sagen. Die alltäglichen Dinge überlasse ich natürlich dem Kommandanten. Ich bin nämlich gerne flexibel. Jedenfalls habe ich dieses Monster gejagt, als ich auf diesen Ort gestoßen bin, den ich euch zeigen werde. Welches Monster? Den Nergigante. Nachdem der Sora Magdaros ins Meer verschwand, war auch der Nergigante nicht mehr zu sehen. Also entschloss ich mich, ihn zu finden. Und das führte mich hierher. In eine Öffnung in der Erde, die wahrscheinlich der Sora verursacht hat. Und der Nergigante? Der kann nicht weit sein, davon bin ich überzeugt. Yeah! Was für ein fantastischer Ort. Das ist unglaublich. Man spürt es in den Knochen, nicht wahr? Etwas rührt sich da. Das liegt daran, dass im ewigen Strom unglaubliche Mengen an Energie pulsieren. All diese wahnsinnig zähen Monster, mit denen ihr gekämpft habt, die müssen aus dem Inneren gekommen sein. Warum? Was ist da? Ihr werdet sehen. Der Sora hat etwas bei seinem Besuch der neuen Welt verärgert. Etwas tief im Inneren. Es hat uns zur neuen Welt gebracht. Und den Nergigante auch. Jetzt finden wir heraus, womit wir es zu tun haben. Haltet euch bereit. Gleich geht es ganz schnell. Jawohl, Sir. Wir sind fast da.
So. Ja. Unglaublich, oder? Ja. Ich bin gerade ausgekrallt aus der Höhle. Heimat der Ältesten, sagt er gerade. Konsequenz. Hier gibt es so viele von diesen Kristallen, dass man geradezu über sie stolpert. Einige von denen sind riesig. Wie entstehen sie? Absolut keine Ahnung. Aber ich sag dir was. Dieser Ort knistert vor Bioenergie. Und das bedeutet, dass die Monster hier alle härter als Nova-Kristalle sind. Admiral, eine Sache geht mir nicht aus dem Kopf. Und zwar? Warum hat der Suramak daraus einen Tunnel hierher gegraben, statt einfach im Tal zu sterben? Hat ihn irgendetwas hergelockt? Wer weiß, Kleine. Aber einen Anhaltspunkt haben wir. Der Nergigante. Sie haben recht. Der Nergigante und der Suramak Daros. Wir haben sie immer zusammen gesehen. Er muss einen Grund gehabt haben, herzukommen. Ja, und nicht nur er. Fakt ist, dass sich hier drin viele mächtige Monster verkrochen haben. Wir müssen sie nacheinander aufspüren. Und vielleicht ergibt sich dann ein Muster. Stimmt. Klar stimmt das. Los, macht euch bereit. Startklar! So. Jetzt ergibt alles Sinn. Setzt die Beine in Bewegung. Ihr habt Monster zu jagen. Ja. Jetzt bin ich da im Lager. Was will er jetzt von mir? So. Dichte alle. Okay. Alle Monster sichten. Dann laufen wir halt, ne? Aber kann man mal Knochen zu farmen, ne? Ist er rum bei dir? Knochen. Da! Die Fährte des Nergigante! Aber der Rattermann kommt da vorbei, gut. Mit ihm. Uragan ist gerade bei mir. Okay. Sie ist nicht so sexy. Den will ich nicht jetzt so. Kann der Notsignal machen schon? Ja. Sie ist hier drauf. Geh weg von mir. Oh weh, der rollt ihn da nieder. Schnell weg. Du musst nicht gegen den kämpfen oder was? Wenn du mir die Flugviecher da anhörst. Ja. Dieser Ort wirkt sicher.
Eignet sich perfekt, um ein Lager aufzuschlagen. Mhm. Einen Lagerplatz habe ich gefunden. Und nach vorne. Bei 8 oder so. Da, das. Da. Pilz. Ja, Ding. Der Dom ist da. Der Katze. Urbo? Na, Katze habe ich gefunden da. Er ist okay. Dom. Ja, lieb. Ja. Hat die gleichen Dings an von Sora. Ja. Bin nicht ganz allein am Sterben. Da hinten. Ja, auch da. Barrel gefunden. Barrel. Ist der Wespennest? So. Jetzt geht's wieder richtig los. Da war ein blauer Schuh, also, den der Gigante. Sind die Kleinen wieder daheim? Gespaltene Dornen. Ja, irgendwas verfolgt mich nicht mehr, ich bin nicht mehr anvisiert. Der Gigante. Hm. Ah, auf, da. Oh weh, oh weh, da passiert was. Das ist nicht der Gigante. Das ist irgendein rollende. Naja, der Uragan, den hab ich. Der haut ja leider Bomben. Ich finde das aber nicht so geil, Alter, wenn der da Bomben mit Schmeißen anfängt. Ne. Recht. Da müssen wir drauf. Ne? Oh. Da you are gay, so. Yes, you are gay. Großes. Und zwar da war ein großes Kiefer, oder? Ja, das ist so ähnlich wie der Ratadon, ne? Fast. Ja, ja. Das ist der große Bruder. Ne. Gleich nervig wahrscheinlich. Man, vielleicht hätte ich was essen sollen. Das hab ich auch vergessen. Den hab ich ausgelassen. Ja, der andere schmeißt halt Schlamm, er schmeißt halt gleich die Bomben. Ja, schön. Und wenn ich da reinrenne, weiß ich, was sie explodieren, ne? Deswegen rennen wir lieber nicht rein. Alter, da, das ist ja alles voll schon der Platz, wie. Ja, ich bin einfach weg. Hast keine Chance gegen den allein, glaube ich noch. Hallöchen, Popöchen! Ich triff mir nicht einmal, Alter! Du hast die was an. Ja, mein Gott, mehr als wie in Ohnmacht fallen kann ich nicht. Aha. Das war irgendwie ganz komisch. Ja, Alter, was ist denn? Lass mir mal da 2 Sekunden. Ich hab schon wieder einen Fall gekriegt. Hallo! Larissa 61 will mit mir Kontakt aufnehmen. Ach so? Ja. Du, das klingt ja aber sehr gut. Ah, er bringt dir das selber zum Explodieren. Sind das seine Eier oder was? Seine Kinder bringt er dumm. Alter! Alter. Ja, was sollst du denn da tun, Alter? Du gehst mir auf die Eier. Ich triff ihn nicht einmal. Er ist riesengroß und ich schmeiß, hau ewig daneben. Das macht mich so zornig, weil es so eine depperte Ansicht ist. Wie kannst du denn da daneben schlagen? Das geht ja gar nicht. Ja, normal. Das Viech ist 400 Meter lang und er haut daneben. Na. Ist da Käfer? Ja, ist doch nichts Besonderes. Warum bin ich da? So ein Dreck, du.
Tja. Ich spring auch wieder. Durch den Haxen. Da, wir mal kurten schon. Wenn du denkst, dass ich einfach so aufgib, dann hast du dich da. Er kniet ja nicht. Ich werde dir so lange schnalzen, Alter, weil ich da tausendmal anmachst, vor mir ist das wurscht. Das hast du verdient, dein Krieg. So, mit dem Stein halt am Schädel. Ja, das hast du geschaut, gell? Hast du gerechnet? Ich kann auch explodieren, weißt du? Ja? Da. Schön. Sag dir was. Sag dir was mit deinen Bomben mach, Alter. Ja, hol selber eine. Ja, Alter, ich seh nix. Fußspuren? Geh mal. Hilfe, der Schöne. Ja, warum holst du da nicht einfach weg? Du passt nur weg runter.